Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Paris erwacht, ein neuer Tag beginnt und wir stürzen uns hinein in das quirlige Leben dieser faszinierenden Stadt. Das dichteste U-Bahn-Netz der Welt. Kein Punkt in Paris ist weiter als 500 Meter von einer Haltestelle entfernt, dient auch uns bei der Erkundung der Stadt. Hôtel de Ville, das Rathaus von Paris, wurde nach seiner Zerstörung 1871 im Stil der Neurenaissance wieder aufgebaut. Der Rathausplatz hieß früher Strandplatz, denn er reichte bis an die Seine. Schiffe legten dort an und er war Mittelpunkt vieler Ereignisse. Die Bouquinisten bieten entlang der Quais eine bunte Mischung aus Alt und Neu, Kunst und Kitsch an. Die Könige haben ihre Residenzen am Ufer des Flusses errichtet. Die Seine war alles für die Stadt. Hafen, Schifffahrtsweg, Erholungsgebiet. Mit einem Bateau-Mouche kann man eine herrliche Spazierfahrt auf der Seine unter den Brücken hindurch machen. Der Kinofilm entdeckte diese Brücke als Schauplatz und wenn man sie betrachtet, denkt man an Marlon Brando und Der letzte Tango in Paris. Wer zum ersten Mal nach Paris kommt, spürt die Atmosphäre, die einen umfängt und die aus dem Atem der Geschichte, der Kultur und der Lebensart der Pariser entsteht. Maria von Medici ließ den Jardin de Luxembourg anlegen, der Entspannung für Groß und Klein bietet. Er träumte von keinen anderen Bergen als den kolossalen Türmen der Kirche, von keinem anderen Meer als dem zu seinen Füßen brodelnden Paris, ließ Victor Hugo den Glöckner von Notre Dame in seinem gleichnamigen Buch sagen. Die Sainte-Chapelle ist ein Wunder an Harmonie, durch die das Licht von allen Seiten flutet und einen Eindruck von Schwerelosigkeit erzeugt. 4 Millionen Menschen besuchen jährlich den Louvre mit seinen 198 Sälen und annähernd 300.000 Kunstwerken. Eine riesige Glaskuppel verleiht dem unterirdischen Eingang Licht und Raum. Wir beschränken uns bei unserem Besuch auf die Maler der französischen, niederländischen und italienischen Schule. Die Freiheit auf den Barrikaden,
oder das Floß der Medusa zählen zu den berühmtesten Bildern dieses Saales. Gibt es etwas Gezierteres als die Mona Lisa, meinte Henry Miller in seinem Buch Schwarzer Frühling über Da Vincis Meisterwerk. »800 Jahre Architekturgeschichte sind hier zusammengefasst im größten Palast der Welt.« An der Haltestelle Louvre prallen Kunst und Hektik aufeinander und Göttin Sachmet und König Salomon beobachten gelassen das Treiben zu ihren Füßen. Place de la Concorde ist ein großartiger Mittelpunkt der Stadt, der durch seine weiträumige Anlage und grandiose Perspektiven begeistert. Das Quartier Latin wurde von vielen berühmten Persönlichkeiten bewohnt, über deren Bücher Generationen von Studenten büffelten. Et me revoici au fond du bois de Vincennes. Das Centre Pompidou war bei seiner Eröffnung sehr umstritten. Es begeisterte und schockierte. Manche bezeichneten es als eine auf Paris gestürzte Raffinerie. Ein unablässiger Strom von Menschen aus allen Ländern. Ein Ort der Zerstreuung und des Luxus. Eine Prachtstraße mit großartiger Perspektive. Das sind die Champs-Élysées. Die große Achse, die am Pont Neuilly beginnt, steigt mit einer Reihe von Plattformen an, deren letzte und eindrucksvollste mit der Treppe der Grand Arche abgeschlossen wird. Dieser Bau, eine Art Tor zum 21. Jahrhundert, ist futuristischer Abschluss einer Idee, die schon Henri IV. Begonnen hatte. Der Arc de Triomphe ist ein Grabmal, eine ungewöhnliche Art, einen Prachtboulevard zu beenden. Aber wie sollte man nicht vor diesem Monument verweilen, das die Schlachten, die ein Feldherr gegen ganz Europa führte, darstellt? Unter einer schlichten Grabplatte ruht der unbekannte Soldat. »1889, 100 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, feierte Paris die Weltausstellung und errichtete ein Bauwerk, das zum Wahrzeichen werden sollte, den Eiffelturm.« Vom Palais Chaillot ergibt sich eine schöne Perspektive über das Marsfeld bis hin zur Militärakademie, überragt vom Eiffelturm. Über den Pont Alexandre, der Girlanden und Kandelaber geschmückt die Seine überspannt, gelangt man zum Invalidendom, der meisterhaft das Jahrhundert Ludwig des 14. und dessen charakteristischen Stil des französischen Barock verkörpert. Die Kuppel erhebt sich über der Grabstätte Napoleons, dessen Gebeine 1840 von St. Helena in den Dom überführt worden. Ich wünsche, dass meine Asche an den Ufern der Seine, an der Seite des französischen Volkes ruht, das ich so sehr geliebt habe. Das war der Wunsch eines Mannes, der Frankreich mit 30 und Europa mit 40 beherrschte, der mit 45 Jahren alles verlor und mit 50 starb.
Die Gebäude zu beiden Seiten des Ehrenhofes enthalten eines der bedeutendsten Armeemuseen. In der dem Invalidendom angeschlossenen Soldatenkirche war es Brauch, die den feindlichen Armeen abgenommenen Fahnen aufzuhängen. Sur les grands boulevards, il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. Jeder Pariser ist ein Flaneur. Den Beweis dafür findet man in den großen, überdachten Passagen abseits der großen Boulevards, die voller eleganter Boutiquen sind. Das große Gedicht der Schaufenster singt seine farbigen Strophen von der Madeleine bis zur Porte Saint-Denis, schrieb Hugo nach der Fertigstellung 1846. Man konnte damals fast die Hälfte von Paris durchqueren, indem man den Gängen mit ständig wechselnden Waren folgte. Im Gare de Lyon wechselten die reichen Engländer auf ihrer Fahrt in den Süden in die Schlafwagen des Train Bleu, des blauen Zuges. Vorher speisten sie in angemessenem Rahmen. Und so ist Train Bleu wohl das außergewöhnlichste Bahnhofsrestaurant, ganz im Stil der prachtvollen Belle Époque gestaltet. Die 44 Meter hohe Säule auf dem Vendôme-Platz wurde aus 1200 erbeuteten Kanonen gegossen. Der Schweizer Künstler Burri gestaltete den Platz vor dem Palais Royal. Säulen und Fassaden spiegeln sich in den rotierenden Kugeln. Der Kanal Saint-Martin, 1822 bis 25 gebaut, geht auf einen Plan Napoleons zurück, Paris mit Trinkwasser zu versorgen. Entlang der 4,5 Kilometer langen Wasserstraße gibt es zahlreiche Schleusen, Drehbrücken und spitz in die Höhe gewölbte Fußgängerbrücken. Auf der neu angelegten Uferpromenade kann man schön spazieren. Ich stand vor der riesigen Halle, in der es alles gab, was für ein Gelage vonnöten war, schrieb Émile de Zola über die Pariser Markthallen. Heute erhebt sich an diesem Platz das Forum, größtes Einkaufszentrum von Paris. Auf dem Friedhof Père Lachaise ist das 19. Jahrhundert begraben. Berühmte Namen und grandiose Grabstätten bewahren sein Gedächtnis.
Hierhin hatten sich kämpfend die Letzten der Pariser Kommune zurückgezogen. Von Place Pigalle, eines der Zentren Pariser Nachtlebens, steigen wir auf Treppen und steilen Gassen hügelwärts, bis wir auf dem höchsten Punkt vor dem weiß schimmernden Bau von Sacré-Cœur stehen. Dank ihrer eindrucksvollen Lage ist die Kirche schon aus großen Entfernungen sichtbar und wirkt von Weitem wie eine Erscheinung aus Tausend und einer Nacht. N'en finisse pas de mourir. Die gewaltige Kuppel erhebt sich 83 Meter über dem Bau. Mais leur chanson est mortelle. Montmartre ist immer noch ein kleiner Ort für sich. Und das Dorf, das sich früher hier befand, ist noch teilweise erhalten. Montmartre war aber auch ein Refugium und ist es immer noch, auch wenn nichts mehr von dem Künstlerleben zu spüren ist, das sich über den Dächern von Paris abseits bürgerlicher Einschränkungen entwickelte. Ein Tag geht zu Ende, mit einem Bummel über die Île Saint-Louis, die noch viel vom Charme des alten Paris hat. Wir sitzen in einem Café und lassen die Erinnerungen eines Tages in Paris Revue passieren. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Montmartre war aber auch ein Refugium und ist es immer noch, auch wenn nichts mehr von dem Künstlerleben zu spüren ist, das sich über den Dächern von Paris abseits bürgerlicher Einschränkungen entwickelte. Revoir Paris.
revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie! Toulouse-Lautrec machte das Moulin Rouge unsterblich. Heute versuchen biedere Provinzler, jeden Hauch von Verruchtheit zu erhaschen, der in seinen Bildern zum Ausdruck kommt. Au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux, vers ma maison de banlieue, où ma mère m'attend.